Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Video geht es um Technologien für asynchrones Arbeiten in der Erwachsenenbildung, also um Lösungen, die zeitversetzt bzw. individuell verwendet werden können. Dazu zählen beispielsweise Lernmanagementsysteme wie Moodle und Co. Diesen haben wir im Kurs EPMOOC Plus ein eigenes Modul gewidmet. Heute sehen wir uns Tools an, die bei Live-Online-Formaten oder Blended Learning Formaten unterstützend eingesetzt werden können. Padlet ist eine virtuelle Pinnwand, die als Mini-Kursplattform eingesetzt werden kann. Dabei sind verschiedene Anwendungsfälle denkbar. Zum Beispiel vor einem Live-Online-Seminar zum Kennenlernen. Die Teilnehmerinnen stellen sich dabei jeweils in einer Spalte kurz vor, reflektieren ihre Vorkenntnisse zum Thema und lesen auch die Vorstellungen ihrer Kolleginnen und Kollegen durch. Als Hilfestellung kann man in der ersten Spalte eine Beispielvorstellung zur Verfügung stellen. Ein anderes Beispiel ist die Kursbegleitung eines längeren Blended Learning Seminars mit mehreren synchronen Präsenz- und Online-Treffen und Selbstlernphasen. Hier bietet das Padlet eine Übersicht über die Kurstermine, Meeting-Links und Ressourcen zum Seminar. Mehr Infos dazu, wie man so ein Padlet einrichten kann, gibt es in den Kursressourcen. Übrigens, auch Projektmanagement-Tools wie Trello können als Lernumgebung eingesetzt werden. Wenn Sie mehr über Trello erfahren wollen, finden Sie diese Info im EPMOOC Plus. Mit einer einfachen Website, die ich zum Beispiel mit WordPress oder Telegraph erstelle, kann ich meinen Teilnehmerinnen Texte, Videos oder Skizzen in übersichtlicher Form zur Verfügung stellen. Der Informationsfluss läuft dabei in eine Richtung, also von mir zu den Teilnehmerinnen. Das kann zum Beispiel eine asynchrone Begrüßung und Einstimmung zu einem Live-Online-Seminar sein. Dabei kann ich Texte, Videos oder auch Bilder einbinden und externe Ressourcen verlinken. Weiterführende Infos dazu haben wir in den Kursressourcen zusammengestellt. Mit Microsoft Teams kann ich mir eine kleine Lernumgebung für meine Kursgruppe einrichten. Dort kann ich zusätzlich zu den Live-Online-Meetings zum Beispiel Ressourcen, Aufgaben und Termine anlegen und eine Messenger-Funktion zur Kommunikation mit den Teilnehmerinnen nutzen. Mehr Infos zu Microsoft Teams finden Sie ebenfalls in den Kursressourcen. Insgesamt gibt es also verschiedene Möglichkeiten, ein Live-Online- oder Blended-Learning-Format mit asynchronen Technologien zu begleiten, nämlich eine einfache Website bzw. einen One-Way-Blog ohne Anmeldung, der sich vor allem dann eignet, wenn keine Interaktivität auf der Website nötig ist. Eine digitale Pinnwand, die einfache Uploads und Downloads im Post-it-Look ermöglicht und auf der sich die Teilnehmerinnen nicht anmelden müssen. Bis hin zu einem Projektmanagement-Tool, das sich als einfache Kursumgebung mit mehr Struktur und Platz für kleine bis mittelgroße Lernangebote eignet. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Gestaltung Ihrer Lernsettings.